Na, wenn wir gerade schon mal hier sind, wir müssen ja jetzt nach rechts da zu diesem Kartenabschnitt, wo wir davor schon mal waren. Aber wenn wir doch schon mal hier sind, können wir doch auch nochmal schnell hier reinschauen und ein paar Muscheln abgeben. Vielleicht kriegen wir auch schon was dafür, wenn wir nicht alles haben. Ne? You know what I mean? Ja, tatsächlich! Wir bekommen tatsächlich etwas. Oh, was ist denn hier Schönes drin? Ein Herzteil! Ach! Ja, moin! Also diese Muscheln sammeln lohnt sich. So, hier waren wir ja schon im letzten Part unterwegs. Und ja, da war ich mir noch nicht so ganz sicher, was hier zu tun ist. Ja, jetzt gibt es mehrere Wege, die wir hier bestreiten können. Die Steine versuchen uns hier natürlich die Wege, ja, wegzunehmen. Aber so easy funktioniert das nicht. Ja, diese Steine halten mich garantiert nicht auf, mich hier weiter voranzutasten. Wir müssen ja auch nicht jeden Stein hochheben, das ist ja auch kein Muss. Wir müssen eigentlich nur hier chillig die ganzen Dudes besiegen. Und hier drüben ist was genau? Wo kommen wir hier hin? Ah, warte. Ach, lol, hier kommt man hin. Okay, den Weg hätte es natürlich auch gegeben. Ja gut, ne. Ich sag's mal so. Ich hätte auch den einfacheren Weg nehmen können. Ich hätte gar nicht schwimmen müssen. Naja, egal. So. Ja, wir erkunden hier noch weiter. Was hast du uns denn Schönes zu sagen? Öffnet der Windfisch nicht die Augen, bleibt der Held auf dieser Insel. Oh, vielen Dank für diese weisen Worte. Die höre ich jetzt schon zum tausendsten Mal gefühlt. Okay. Pass auf. Eine Sache, die ich kurz probieren will. Da ich hier gerade in der Nähe bin, nehmen wir uns doch einfach mal zwei Feen mit. Den, ja, die Feenquelle haben wir auch im letzten Part freigesprengt. Von daher eignet sich das ganz gut. Können wir nochmal rausgehen, nochmal reingehen und unsere neue Fee holen? Ich weiß es nicht. Ist euch schon aufgefallen? Ich habe Haare geschnitten. Sick. Ne? Sehe ich auch so, ja. Definitiv. Ja, jetzt schön wieder die Seiten. Schön kurz. Ah, sehr geil. Ja, das ist wieder schön. Das andere war schon viel zu lang. Hier nach unten an dem Bomben-Dude vorbei könnten wir mal probieren, ob uns das irgendwas bringt. Denn, pass mal auf, wir haben ja jetzt den Greifhaken und diese Steine sehen sehr verdächtig aus. Was sag ich denn? Ja, diese Steine sehen verdächtig aus. Und das bringt uns hier ein Stückchen weiter. Okay, ihr macht nichts, wie es aussieht. Kann man euch irgendwie verschieben? Nö. Euch kann man nicht verschieben, ne? Nö, alles klar. Aber wir wissen immerhin schon mal, dass es hier weitergeht. Aber wir haben den benötigten Schlüssel halt noch nicht. Okay. Haha, der Stein hier oben sah so alleine aus. Da packen wir doch einfach mal die Zaubermuschel hier aus. So, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch der Weg nach hier unten. Die alten Ruinen sind hier im Start. Okay. Alles klärchen. Dann schauen wir mal, was in den alten Ruinen so abgeht. Ich meine, soll hier vielleicht etwas bedrohlich sein. Oh, das ist ein Labyrinth. Es soll ja vielleicht irgendwie bedrohlich sein oder so, aber naja, solange diese Musik hier spielt, ist es ganz und gar nicht bedrohlich. Nee. Ach so, nee, warte. Ja, okay. Der Typ hat den Weg blockiert. Alles klar, Diggi. Alles klar, Diggi. Verpieseln Sie sich mal, bitte. Warum wiederbeleben die Feen einen eigentlich nicht? Aha! Dieses Mal hat es hingehauen. Oh, Diggi, kannst du mal bitte weggehen? Danke. Danke, danke, danke. Okay. Auch hier schön die Slimies wegmachen. Wunderbar. Die tun einem ja auch nichts. Nur der Dude da tut einem was. So, und dann haben wir es auch schon durch die alten Ruinen geschafft. Kann das sein? Ich glaube, dass wir es schon durch die alten Ruinen geschafft haben. Die Viecher hier machen nur ganz schön viel Schaden. Das ist ein bisschen kritisch. Aber dafür haben wir ja eine unserer Feen. Ich meine, ich habe mir die ja nicht umsonst geholt. So, schön wieder die Feder auf X packen. Sonst verwechsel ich wieder irgendwas. Und jetzt schauen wir doch mal hier in diesen Dungeon rein. Was sagt, heißt denn das hier ist, ein Boss. Nein. Es hat eigentlich nicht geheißen, dass das hier ein Boss ist. Das ist mir irgendwie neu. Diggi. Diggi.
Wie sieht's aus? Kann ich dir mit dem Bogen was reinzünden? Das wäre ganz nice. Boah, Alter. Come on, Junge. Was ist denn mit dir? Ach so, ich muss springen. Ja, natürlich. Das ergibt natürlich Sinn. Oh, lol. Mit dem kann man ihm Schaden machen. Nein, 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 nein. Oh, Dude. Boah, shit, Alter. Du blödes Viech. Yes. Oh, sein Schild ist hin. Geil. Boah, shit. Der Typ ist immer anders ätzend. Yo, Alter. Ich mache ihn so langsam kaputt. Boah, nee. Ich habe halt nur noch ein Herz. Das ist so ein bisschen ein Problem. Ja. Aber, ja, jetzt weiß ich immerhin, was ich zu tun habe. Oh, lol. Boah, den das letzte Mal zu treffen, das war ganz schön hart. Ach. So bekommen wir den Schlüssel für den Maskendungeon. Da drüben. Ne, haben wir ja schon gesehen. Was ist hier los? Oh, das ist eine Zeichnung auf der Wand. Es ist aber zu dunkel, um sie zu erkennen. Haben wir irgendwas, um es hier zu erleuchten? Nee, ne? Schade. Na dann setzen wir doch mal den Maskenschlüssel ein. Let's go. Öffnen wir den nächsten Dungeon, der sich hier oben auftut. Ich wollte schon sagen, wofür ist denn diese freie Fläche da oben? Ja, jetzt wissen wir's. Und wir haben hier wirklich fast alles aufgedeckt. Nur hier und hier fehlt noch was. Ja. Also man merkt, wir kommen so langsam zum Ende. Ich meine, das hier ist jetzt schon der 6. Dungeon. Also das 6. Musikinstrument. Das ist natürlich schon heftig. Das ist natürlich schon heftig. Oh, hallo. Hallo, ihr blöden Viecher. Wie jetzt? Wie jetzt? Hä? Wie muss ich das machen? Ach so, einfach mitnehmen. Haha! Jetzt haben wir alle besiegt. Langsam mit den Bomben einfach. Dann hat das schon hingehauen. Okay. Hier ist ein violetter Rubin. Das ist sehr schön. Und was kannst du? Ach! Okay, wir brauchen ein stärkeres Kraftarmband und das werden wir wohl wahrscheinlich in diesem Dungeon hier bekommen. Ein stärkeres Kraftarmband. Na, das ist doch auch eine nette Sache, würde ich behaupten. Ja, anscheinend kann man den Shy Guy nur von hinten besiegen und ja. Ja, sieht tatsächlich so aus, als hättet ihr da recht behalten. Ja. Gucken wir uns diese beiden Wege definitiv mal an. Slimy, gehen Sie bitte weg. Ja. Damit wir hier wieder weiterkommen. Hallo. Damit wir hier wieder weiterkommen, müssen wir mal ganz dringend diesen Schalter hier aktivieren. Ganz genau. Und unter anderem auch hier was freisprengen. Haben wir schon eine Karte? Nein. Natürlich noch nicht. Wir brauchen erst noch die Labyrinthkarte. Um die kümmern wir uns, definitiv. Hier ist ein dunkler Raum. Was hat es mit dem dunklen Raum auf sich? Zündet er sich erst an, wenn man alle Gegner besiegt hat? Weil das ist irgendwie so der gleiche Raum wie da drüben vorher gerade, wo wir den Schlüssel uns geholt haben für diesen Dungeon. Das sieht irgendwie sehr, sehr ähnlich aus. Aber naja. Muss ja nichts heißen. So. Ab nach oben. Ganz, ganz langsam. Ja. Und hier brauchen wir das Umgeschaltete. Nehmen wir doch mal diese Vase hier mit. Oh, man kann die ja nicht mitnehmen. Verdammt, habe ich vergessen. Habe ich vergessen. Shy Guy. Alles klar, Diggi. Alles klar. Dann lasst uns doch mal schnell den Schalter hier umlegen. Oder nee, warte, müssen wir gar nicht. Was laber ich? Hat nichts mit dem Schalter zu tun. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir eine ganz geile Sache. Und zwar das hier. Oder nee, warte. Das da. So, wenn das hinhaut. Nennt mich Gott, Alter. Nennt mich Gott. Als ob das hinhaut. Wie gut bin ich bitte? Wie gut bin ich bitte? Das ist nicht normal. Okay.
Hallo, na, du blödes Viech. Oh ne, ihr schon wieder. Okay. Alles klar. Dazu brauche ich mal schnell ein anderes Item. Hahaha. Mit den Bomben klappt das ganz gut, aber ich habe bald keine Bomben mehr. Ihr seht es ja selber, zwei Stück noch. Und zwei Stück ist nicht gerade das meiste. Oh, da ist das stärkere Kraftarmband, Leute. Das stärkere Kraftarmband. Ja, sicker Shit. Damit können wir diese Elefanten töten. Oh. Brutal, Freunde. Brutal. Hab gerade überlegt, zurückzugehen und den anderen Weg auszuchecken. Nee. 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 Ich bin eh zurück. Als ob, Alter. Als ob. Alles klar, Digi. Piu. Piu. Easy. Oh nee, warte. Warte, warte, lass mich nochmal kurz zurückgehen. Denn ich kann das Ding doch auch sicher als so eine Art Vase verwenden. Damit ich diese Tür hier... Ja. Sehr schön. Sehr geil. Weiß nicht, was der Elefant hier schon wieder zu suchen hat. Aber hier bekommen wir 100 Rubinis. Okay, aber Guys, ich würde sagen, wir beenden den Part hier an dieser Stelle erstmal. Ansonsten wird das wieder ein bisschen zu lange. Alles gut, Freunde. Dann würde ich sagen, schauen wir uns im nächsten Part an, was es hier in dem Dungeon noch so gibt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.